So, Kollege, ab jetzt eine Stunde Zeit. Oh, ich muss mir merken. Um 21.18 Uhr. Was ist da? Einer muss sich das merken. 21.18 Uhr. Ab jetzt geht's ja la Abfahrt. Mhm. Wo war ich dran? Erstmal verdichten. Das fängt ja schon mal gut an. Ab jetzt, 9 und 8 Zuschauer, ab jetzt eine Stunde Zeit, fertig zu machen. In dieser einen Stunde müssen wir so gut wie möglich alles fertig kriegen. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. Ich muss noch mähen und alles. Ja, das wird ein bisschen eng. Aber das kriegen wir eigentlich hin. Ich weiß, warum Felix nicht in den Dings kommt. Ah ja. Da telefoniert gerade einer. Ah ja. Ja. Warum liegt das eigentlich jetzt hier? Was ist? Ja, das kommt so hart weg. Der Hut sieht dir richtig gut. Danke dir. Bin ich auch. Eigentlich gleich. Ich glaube, ich zeige mir jetzt immer so. Der ist fresh, der Hut. Herr Kollege. Ja. LU kann man nachbenutzen, oder? Natürlich. LU kann man benutzen. Das, was frei ist, kann man benutzen. Ach komm, verdichten tue ich nahe. Ich muss erst mal mähen nochmal. Was macht die Lara in meinem Traktor? Raus da. Passt. Soll ich in die Mähwerke? Ja, wo sind meine Mähwerke? Hä? Scheiße. Ich muss mal kurz einen Ausgleich machen. Scheiße. Mietkosten 2220. Die muss ich nicht gut schreiben. Aber ein Mähwerk leider nicht auf dem Server ist. Warum auch immer, ich verstehe es schon wieder nicht. Du musst mal auf dem Hof gucken, falls Geräte von dir fehlen. Weil da muss man die Leute, die dann abrechnen, musst du dann gucken. Da ist nämlich irgendwas schiefgelaufen, ich weiß nicht warum. Hä, bei mir fällt der Schwader und das. Ja, der Schwader fehlt. Wenn du den Schwader heute nochmal brauchst, sag Bescheid, dann schreib mir dir das Geld gut für den Schwader, dann kannst du dir einen mieten. Ich wollte den gerade holen gehen. Dann miet dir bitte einen und dann schreib mir dir das Geld gut. Bitte, wenn ich das Fell. Also bei mir am Hof und oben da beim Damme, das ganz außere befällt 41 die Grasfläche. Aber ich muss erst Feld 41 mähen. Okay, also noch ein bisschen warten mit dem Schwadern. Das am Hof kannst du schwaden, ja. Leute, könnt mir auch gerne Tipps schreiben, wie ich das am besten mache. Andere Frage, welcher ist dein Hof? Da, wo ich gerade bin. Ja, jetzt bitte.
Ah ja, okay, ja. Okay. Dann die Wiese da unten dran. Die Schwane. Ja. Okay, und gespannt, bin dann rein. Hä, der Mod ist ja gar nicht drauf. Ich weiß. Die Mods, du musst dir das Zeug mieten. Ich hab mir auch mein Mähwerk jetzt gemietet. Weil ist wurscht, was für Mähwerk, Schwader oder muss es genau? Ja, ist am besten zwei Kreise Schwader, damit es nicht so umfällt. Wobei, ja, zwei Kreise. Das heißt, der Kuhn. Dann das Geld schreiben wir dir dann gut. Sag dann einfach, wie viel du mietest. 30.000 ist Miete. Was? Halt die Schnauze. Miete 1530. Jo, Spaß. Ey, scheiße. Sag mal, dass Chris und dass er die 1530 gut schreiben soll. Wo steht der Schwader? Oben beim Händler. Achso, und Traktor soll ich einfach mal nicht kriegen. Kannst du auch bei mir am Hof den John Deere nehmen oder was du haben willst? Warte, ich stelle ihn da raus. Wenn das Ding eh beim Händler steht, dann nehme ich den. Achso, ja, kannst du auch machen. So, jalla Abfahrt. So, oh, ich geklärt mit deinem Zeug. Hast du das Geld bekommen? Bis jetzt noch nicht. Dann bekommst du es gleich. Ist es alles abgerechnet? Es wird ja auch alles abgerechnet am Ende. Was? Zeug. Perfekt. Wenn es alles fair ist. Muss ich zwar jetzt mit kleineren Mähwerken mähen, aber es ist auch egal. Mach vielleicht die Zeit mal auf 5, ja. Mhm. Eieiei. Macht das eigentlich was, wenn das Feld, der Feldwert wird aber nicht vergeringert, wenn du noch irgendwie abgeerntete Frucht da drauf hast oder nicht? Na, es wird gar nichts. Das verändert sich eigentlich gar nichts, ne? Okay. Warum feiere ich mit Tastatur, wenn ich das Lenkrad angeschlossen habe? Da bist du heute extra angeschlossen. Mhm. 40 Minuten haben wir noch. 50 Minuten haben wir noch. 50 noch. Ich muss das noch alles zusammen. Ach du Scheiße, ich muss das noch wickeln und alles. Oh, Alter, ich muss richtig Gas geben jetzt. Ohne noch verdichten, ey. Scheiße, es ist so eng, Junge. Alles so eng.
Ich muss so kurz was fragen. Ja. Moin Blodado, was geht ab? Was laber ich dir? So, dann schneller arbeiten da. Oh, Alter, ich bin so unter Zeitdruck. Nicht nur du. Geht ja alles. Muss innerhalb von einer Stunde ein komplettes Video für dich gemacht haben. Ja, na klar. Ja, perfekt. Bei mir ist auch alles top, hey. Ich bin schon gespannt, wer das gewinnt. Eduardo, ich habe nämlich gar keine Freundschaftsanfragen mehr an, Junge. Ich wollte dich zuletzt Freundschaftsanfragen nehmen, damit ich dich in die Gruppe hinzufügen kann von Challenge. Oder nimm keine Freundschaftsanfragen an. Was ist denn das? Hey, ist aber öffentlich. Ja, keine Ahnung, vielleicht stelle ich die nachher noch eine. Dann kann ich die in die Gruppe hinzufügen. Weil du wolltest doch, glaube ich, beim neuen Projekt auch. Ach, du hast mir schon eine. Weil du wolltest ja, glaube ich, auch beim neuen Projekt mitmachen, oder nicht? Weiß ich es gar nicht. Oder das war Joshua, ich weiß es nicht. Wolltest du mitmachen? Ja, perfekt. Haben wir schon wieder neue Mitglieder, oder wie? Ja, der Dado ist schon länger da. Nur nein, man, für das Projekt. Ach so, ja, da schon, ja. Alter, auf das freue ich mich schon. Gar. 45 Minuten noch. Alter, voll der leckt mich am Arsch. Ja? Du musst dein Lager nicht verkaufen, weil das macht. Was denn? Das Lager von mir. Das Lager, Silage, die mir dir alles weg. Da drin. Ja, oder Silage im Silo drin, tun wir dir alles berechnen. Ja? Du musst dir alles ausrechnen und dann. Brauchst du eigentlich gar nichts wegfahren. Du musst ja nicht, du musst nichts machen. Kannst du eigentlich nur arbeiten? Genau. Ja, dann mach sie das bitte so. Ja, können wir so machen.
noch eine Wiese. Also kriegt jetzt einmal die Wiese unter dem grünen Hof und fällt 41. Da oben, ja. Oh, die Wiesen sind andere. Scheiße. Da wo jetzt gerade der Dame drauf ist. Ja, die Wiese schwarz dann. Ja. Ohne auf die Wiese noch grün. Schon schafft er nicht. Ah, scheiße. Ach stimmt, Spenden kann man ja auch mal machen. Sie ist okay. Klasse. Ja, bitte. Du hast schon gerade gesagt, dass Chris seine Wehren kommentiert. Ja, richtig. An! Hat er doch. Den Schwader. Scheiße, und ich hab's auch selber gesagt, das ist vom Game. Sorry. Hier steht deine Kuhn-Kombi, ne? Ja, mir fehlt nur meine Teamkombi und mein Schwader halt. Und dein Schwader. Chrissy fehlt auch sein Schwader. Nee, ist noch nie weg, ist noch da, ist er vom Game aus. Oh, Mann. Hattet ihr beide denselben Schwader oder was? Ja, der den Krone-Ding. Ja, den Krone-Schwader hatten wir. Wann ist denn fertig geschwadert? Das auch mit Silage fahren. Ja. Und dann kann der. Kann der nicht nur was anderes machen. Drippepem. Was hast du für Bollengröße, Herr Kollege? Nee? Ja. Normale Bollengröße. 8000, 4000. Nee, 4000 Liter. Warum fragst du? Na, nur so. Regen soll mir das auch einsammeln? Nein, ich komm jetzt mit der Wickelkombi. Okay. Ich bin gleich oben beim Dome. Alter, jetzt haben wir leider 40 Minuten, Alter, wie schnell die Zeit vergeht, Alter, ist ja nicht mehr. Den mit der Beugung hinten. Den du so ausfahren kannst. Hinten hat er so eine Beugung, der andere hat so gerade hinten. Und den wir hatten, hat er so eine Beugung. Also ungefähr so wie der Kuhn-Schwader hier drinne. Ja, dann mit dem. Perfekt. Ich schreibe euch einfach dann den kompletten Preis. Ja. Hä? Sind wir da unten bei dir? Jo. Top Arbeiter. Schwaden und der Zeitdruck ist glaube ich nicht so geil, muss ich sagen. Na. Aber Paulus, was will ich spenden, alles gut. Felix, mal einfach weiter. Das ist so geil. Ja.
tu schon mal meine Presse zurücksetzen hier unten. Hey, warum ist die Zeit jetzt auf 15? Hä, hey, die ist auf 5, was ist los mit dir? Ich hab die gerade verloren, ich war gerade auf 15. Ich bin, glaube ich, einfach falsch rausgekommen. Zwei Vorgewände. Alter, das ist nicht so geil, Bäume pressen unter Zeitdruck. Nee. Aus ist das bei Schwaden. Er fährt da immer noch die Nase. Die Lara ist da vorne. Ach du Scheiße, Junge. Hä? Wo hab ich 127.000 bekommen? Hä? Ach so, das ist der Schwader mit dem Mähwerk. Gut geschrieben. Ja. Servus. Justin, Lara. Kann ich noch verdichten, oder? Nee, verdichten nicht mehr. Willst du fertig schwaden? So wie das bei mir lässt. Also verdichten wir den machen, aber wir schwaden, das gibt es nicht. Ich überlege da, was wir machen. Und ich hätte, sehe ich jetzt gerade, du könntest Ballen zusammen. Na. Ich überlege gerade. Hast du starker Bauern? Nee. Ich muss kurz einmal die Bollen da aussuchen. Heiß an. Ja, also ich gehe dann mal wieder runter. Jo. Alle, passiert da einfach zu viel gerade auf dem Server. Der leckt gerade ein bisschen. Ach, komm so. Das liegt bei mir eher daran, weil ich so viel Zeug hintergebrochen habe.
mir ist ein bisschen weh. Alter, ich bin gespannt gleich auf die Challenges, muss ich sagen. Mhm. Es gibt gleich noch ein paar Challenges. Am Ende. In der Zeit werden unsere Sachen noch nebenbei verkauft, Alter. Junge, 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 Junge. Leck mich. Ist eine Challenge vorbei, ey. Das ist die längste Challenge, die ich überhaupt gemacht habe. 6 Monate war die erste Folge. Ja. 6 Monate, vor 6 Monaten haben wir angefangen. Jetzt stehen wir hier. Und beenden es. So, dann kann der Schwad auch nicht. Jetzt muss auch gepresst werden und gewickelt, ey, dann bin ich durch. Ich bin gleich mit Pressen fertig, dann kann ich Jalla abatmen. Meine Pellets müssen auch noch verkauft werden, das lasse ich aber stehen. Wow, da war Kohle. Nee, das wird ja sowieso berechnet. Was denn? Pellets. Aber die Silageballen sollen wir schon verkaufen, oder? Nee, die werden auch berechnet mit. Ah, dann brauche ich nichts mehr. Dann muss ich nur mehr pressen. Na gut, die so scheiße standen, solltest du schon auf die Wiese stellen. Ja, das mache ich. Haben wir, ey. Was ist das für Musik, Junge? Okay, ja, dann kannst du ja weiter zufügen, so. So, mach ich. Jo, pass. Dann ist da was. Jo, bitte. Alter, ich bin gerade so konzentriert, ich kann nicht einmal zuhören.
Eieieiei. Muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Oh! Das ist gerade ziemlich ungünstig. Junge! Wie macht Felix das jetzt mal fertig oder was? Komm, gib Kit jetzt, Felix. Mach jetzt! In den Fendelsang gibt Kit, Alter. Hab keine Zeit, das muss noch fertig werden. Seit wann tust du streamen und wie kannst du? Seit wann ich streamen tue? Ich tue es seit. Boah. 2 Jahre? Seit 2019 bin ich auf YouTube und seit 2019 streame ich. Und ich tue das hauptsächlich aus Leidenschaft, muss ich sagen. Aus Leidenschaft zu dem Landwirtschaftssimulator, Leidenschaft zum YouTube einfach, weil es mir tatsächlich ziemlich viel Spaß macht, das, was ich hier spiele, aufzunehmen. Deswegen mache ich das vor allem, wenn ich live bin, wenn ich mit den Leuten reden kann, wenn ich live mit denen interagieren kann, und mittlerweile spenden mir Leute sogar noch was im Stream. Deswegen mache ich das auch aus Leidenschaft. Kurze Unterbrechung. Ja. Ich habe jetzt gerade alle Ballen aufgeriemelt. Soll ich die jetzt auf dem Feld ranstellen oder kann ich die direkt verkaufen? Stell die einfach verkaufen? Auf dem Feld am besten. Stell die auf dem Feld, dann sehen die das. Deswegen tue ich das eigentlich hauptsächlich aus Leidenschaft. Ja, bei mir eigentlich auch alles gleich, weil es mal Spaß macht. Ja. Ich hoffe, es konnte deine Frage so beantworten, Michael. Uiuiui. Kurzer dezenter Leck. Februar 2019 kam das erste Video von dir. Ah, da weiß er, er ist noch direkt genauer. Direkt erstmal geguckt. 10. Februar, Alter. Lecko mio. 2019, ey. Lecko. Du machst das ja jetzt seit 3 Jahren, oder nicht? Du machst es jetzt seit 2018 jetzt, YouTube. Wer? Ja. Aktiv mache ich es erst seit 2020. Alter, wie schnell der mit der Presse ist, Junge, da komm ich gleich hinterher mit dem Wickler. Es leckt.
Ja, aber ja, ein Mühe ist heute gerade passiert, ey. Hier ist gerade so viel Action auf dem Server. Was? Nur mehr 20 Minuten. 22 Minuten. 22? Leck. Das geht aber noch fertig gewickelt, irgendwie. Alter Vater, jetzt gerade. Ja. Schneller, schneller, wickel schneller, Junge. Jalla, jalla, mach schneller. Jalla, jalla, jalla. Wow, er lässt halt einfach auf der Mitte Ding der Scheiße stehen. Was denn? Ein Hänger mit der Silage. Oh nein! Wenn sowas in der Challenge passieren würde, hätte ich direkt verloren. What? Junge! Platz hier gleich, Alter. Was hat er denn? Zeitung, da muss direkt die Mitte noch treffen, ey. Beim Wickler. Das ist nicht gut. Es leckt. Mir echt jetzt? Junge, das leckt schon die ganze Zeit, seitdem ich hier oben mähe. Oh Mann, ey. Noch mehr Ballen, Alter. Ich hab glaube ich jetzt fast 200 Ballen insgesamt bei mir. Bloß mal das ganze Silo voll, ey. Leco mio. So, die letzten paar 10, 20 Minuten laufen gerade an. Ja, die letzten 20 Minuten, genau. Und ich hab's tatsächlich auch noch fähig gekriegt. So, Pressen ist fertig. Wo soll ich ihn jetzt machen? Aufsammeln und auf einen Platz stellen. Das werde ich jetzt machen, damit das Elo besser sieht. Da können alle meine Felder machen. Hätten wir 2 Stunden gemacht, hätte ich alle meine Wiesen nochmal gemäht. Dann hätte ich aber fast 400 Ballen.
Dim, dim, dim. Jetzt läuft aber der Server langsam wieder. Nochmal so kurze Werbung, wenn ihr Musik hier hören wollt, die ich gerade höre, unten ist ein Link zu der Playlist, die ich aktuell anhöre, die könnt ihr euch auch gerne anhören. Wenn ihr ein bisschen Musik haben wollt, vor allem die Musik, die ich hier höre, hört ihr sie euch gerne an. Völlig losgelöst. Soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Felder sind noch nicht reif. Die werden noch nicht mal reif. Ich weiß nicht, warum du überhaupt mal angezählt hast. Weiß nicht. Steigert den Verkauf, was? Die letzten 17 Minuten. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Freunde, guckst du deinen Tieren? Was soll ich bei den Tieren? Kannst du halt den Tieren noch gucken. Jetzt hast du deine Maschinen alle auf deinem Hof, falls noch manche nicht stehen da. Meine ich kann auch noch, ich muss noch einen Gespann da runterfahren. Und mein Traktor auch noch. Ballen war hier auf der Wiese. Was hast du gesagt, alle auf den Hof stellen, gell? Ja. Dann ist es besser zum Abzählen, leichter zum Ab. Herr Kollege, ich bin in einer Minute wieder da, unterhalten uns dabei die Leute. Jo. So Leute, fahren wir das Zeug jetzt noch runter und dann haben wir es gleich auch. Und dann, mal gucken, wer gewinnt. Dann kommen erstmal die Challenges, dann wird alles abgerechnet, Leute, und dann wird festgestellt, wer der Gewinner ist. Wir müssen mal gucken. Also ich könnte es bis jetzt ehrlich nicht gesagt nicht einschätzen. Hier, das Zeug ist sogar noch erntereif. So, da bin ich wieder. Was gibt's, Herr Kollege? Mich verfolgt gerade Felix.
kannst gleich oben gucken, wie er mich die ganze Zeit verfolgt mit seinem Band, ey. Noch 10 Minuten? Na gut, jo. Nicht ganz 10, noch ein bisschen mehr. Bis 18 war ja. 47 Minuten und 23 Sekunden. 47 Minuten doch nicht. Doch, wir haben erst 47 Minuten. Warum 47 Minuten? Du 47. Um 21.18 Uhr ist Ende. Wir haben jetzt noch 13 Minuten knapp Zeit. Ja, richtig. Ja, ich hab gesagt, wir haben jetzt schon 47 Minuten. Ach so, schon gemacht. Ja. Ich hab verstanden, haben wir noch. Ah, wahrscheinlich. Ja, dann hätte ich meine Mehlwerke noch drangehangen, du. Das ja. Ich glauben. 4 und oben sein 8, sein 12. Alter, was machen die denn mit den ganzen Autos? Hä, wo bist denn du? Am Händler. Habe ich ein paar Punkte ausgesetzt. What the fuck? Was denn? Achso, der fährt meine Ballen wahrscheinlich zusammen. Weil ich mich gerade wundere, warum er meinen Ballenwagen mit hochnimmt. Alter, der Typ hat Ballen, Alter. Bist du bekloppt? Ja, das ist das erste Feld da unten. Ich habe um die 200 Ballen, glaube ich. Das ist wie ein Minenfeld da unten bei meinen Wiesen. Jo. Minuten noch, Herr Kollege. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar noch ein bisschen Zeug im Lager. Ja, Sojabohnen noch übelst viel. Ich habe Weizen noch. Ja. Übelst voll. Kannst du der Weizen von Nils ist? Na, den hast du mich. Bei dir waren sehr wohl noch Felder erntereif. Wie die 25 zum Beispiel. Hey lol, die ist aber jetzt erst. Die ist erst jetzt noch synchronisiert. Ach so, ja dann. Ich habe ja auch noch Mist rumliegen und alles. Du hast mir ja den Weizen vom Nils hast du mal schon weggetan. Ja, richtig so. Ja, ich sag nur, das ist nicht der vom Nils. Soll man jetzt noch die Felder ernten, oder? Wenn du das in 9 Minuten hinkriegst. Oder kann man das auch so berechnen? Ich glaube nicht, man berechnen nur das Feld, wenn die es verkaufen.
Das werden die nicht mehr hinkriegen. Boah, 28.000. Krieg ich nochmal für die Milch. Kommen die auch verkaufen? Hä? Nö, das wird auch dazu gerechnet. Dann wird der Mist auch noch zugerechnet. Eigentlich alles, was du auf deinem Hof hast. Mhm. Perfekt. Sieben Minuten. Hä? Wo kommen denn die 100.000 Liter? Hä? Wo habe ich 100.000 Liter Weizen bei mir drin? Hä? Keine Ahnung. Sind bei dir auch 100.000 Liter Weizen drin? Na, bei mir sind 200.000. Ich merke auch, ich habe auch hier drüben noch Tritikal oder was das ist. Ja, hast du ja angesehen. Warte mal, ich muss kurz fragen. Jo, Leitlein, ich hoffe, das wird was. Asche hat Server Grüße Gaming, ja. Wie viel Liter Weizen hattest du bei dir nochmal drin? 200.000. Nee, wo du eingelagert hast, also die, wo ich. Weil das war doch mich, also ich hab Weizen gebraucht. Was hattest du eingelagert, also von deinem. Ja, das müsstest du in der Folge gucken, Grüße Gaming. Boah. So, zwar ein Anhänger. Pff, warte kurz, ich kann dir sagen, was ein Anhänger hat. Da ...46.000 waren es nicht, das war der andere Anhänger, warte kurz. Ich hab da irgendeinen Schluss abgezählt, Alter. 16.000 waren das zweimal. Also waren es 32.000. Berechnet ihr eigentlich auch den Mist von unseren Kühen? Alles. Alles, was wir verkaufen können, tun wir berechnen. Okay. Soll ich dann schon anfangen zu berechnen oder noch mehr? Oh klar, ich will mir Challenges machen. Challenges machen, dann magst du mit den Challenges schießen, dann mache ich das. Was? Ich werde da so ein paar Autos hinstellen, weil wenn sie dort vorbeikommen, dann. Kurze Frage, wie machen sie das mit dem Abrechnen? Tun sie es in der instant einfach verkaufen oder tun sie es in der Excel-Tabelle eintragen? Okay. Dann. Hä? Was will er denn? Er hat gesagt, das ist total berechnen. Was will er denn jetzt? Der kapiert das nicht. Kann das einfach stehen lassen soll. Der Typ ist heiß, er will nicht ganz arbeiten. Der Typ kann gleich das Zeug wegfahren. Ja, dann kippt's wieder ins Ding. Halt hier bleiben, ist sowieso gleich 18, dann ist die Zeit sowieso rum. 3 Minuten noch.
was sind nur mehr 3 Minuten, bis die Challenge beginnt, oder was? Bis die Challenges beginnen, genau. Wir durften ja eine Stunde nochmal arbeiten, die ist in 3 Minuten rum. Passt das, oder? In 2 Minuten, irgendwas. Das passt. Aber ich glaube, das kannst du sogar weglassen, das, oder? Das brauchen wir nicht mehr. Ich weiß schon, wo ich das hinstelle. Ich hab da schon meine Pläne. Ich frag mich, warum der DC kommt. Keine Ahnung. Oh, mein Rücken. Oder das lassen wir weg, ja. Ja, das kann schlecht weglassen. Alter, die Wiese sehen aus wie ein Minenfeld. Kannst du es zurücksetzen? Nehmen wir die Challenges extra auf oder in die Folge? Also bei mir ist ja alles im Livestream, wenn du die extra aufnehmen möchtest. Ich hab die jetzt alles in einem Livestream, ich nehme das nicht auf. Weil ich hab ein bisschen viel, 1-Stunden-Folge. Na gut, die muss ja hochladen, stimmt, bei mir ist sie ja extern direkt hochgeladen. Musst du sagen, wie das für dich besser ist? Dann nehmen wir die extra auf, würde ich sagen. Dann nimmst du die extra auf, ja. Ich bin dann gerade wieder. Kurz mal pissen und dann können wir loslegen. Hey, du Dominik? Ja? Kannst du dir mal einen Traktor von mir losschnappen und die 4 Gewichte, also 2 Gewichte dort machen? Also 2 gleichfarbige. Wo ist Hand, ey? Am Händler. Gewichte? Okay. Keiner hoch kann ich nicht einsteigen. Ah, jetzt. Ach, deswegen kann ich nicht einsteigen können, weil du drin sitzt. Das haben wir nicht ein einziges Mal gebraucht, Alter. Ganz nach Autos, Alter. Alle 4 Gewichte? Ich hole Ortsbehälter davon. Okay. Nimm du einfach eine Farbe, ich nehme die anderen. 2 von den. Die anderen. Die andere Farbe dann halt. Och nee. Wohin damit? Zum Innenhof. Was? Ich sag da noch weiter das und dann. Passt. Wo ist denn der Kollege? Es müssen 69 Challenges beginnen, oder? Ja. Mit was für einer Challenge soll man dann anfangen? LKW-Rennen? Keine Ahnung. Chrissy? Oder Chris? Kannst du dir aussuchen. Dann ist quasi der Herr über die Challenges. Ja, dann wird Isa warte mal, am besten damit an. Warte mal, besprechen wegen Ding. Ja. Challenge. Lass mal kurz noch in Ding. Also eins noch. Oh, arbeitet da Justin noch oder nimmer? Der steht nur herum, oder? Der ist gemutet. Da wollte sich gerade irgendwas zum Trinken, glaube ich. Damit lass mal kurz noch eine Etage höher, bitte. Jo. So. Herr Kollege? Die Chat ja, ist um. Ich weiß.
Jo, ich nehm die Dingsbums extra auf. Warum sind die anderen hochgegangen? Sie müssen irgendwas besprechen. Achso, okay, passt. Soll ich jetzt dann die Aufnahme beenden? Ja, mach. So, das war's einmal mit dem Teil aus der Challenge. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, da sind wir wieder und jetzt entsteht eben die kleine Challenge an. Ich muss jetzt da kurz einmal mitfahren. Hä? Bleib doch da. Musst? Ist gar nicht so. So, fahren wir mal die Strecke ab. Geht? Passt. Jalla, Abfahrt. Das fahrt ihr dann halt mit euren LKWs. Ja. Wann LKW rennen oder was? Ja. Genau. Hab ich schon mitgekriegt. Ey, Chrissy Game, sind ja überall deine Autos, ey. Oh, halt die Schnau. Oh, Alter, es leckt. Ja, also bei mir hat richtig geleckt. es ist ich weiß nicht, ob das so gut war, hier auf die Ladefläche zu gehen. Ach du Scheiße, Dumme! Ich hänge an meinem Leben. Herr Les-Profi, es war Sie schön kennengelernt zu haben. Ja, soll man eigentlich den hart aufschalten? Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Was müssen wir machen? Hart ausschalten oder anders, hab ich gesagt. Aber ist egal. Wir sind sowieso in unserem. Ich drücke mich jetzt schon nicht. Man es ist ja überall abgesperrt mit den Big-Autos. Ja, wollte schon sagen. Rizzy Gaming, hast du gesponsert oder was? Halt die Klappe, Alter. Oh Mann, ey. Durch den Wald, Alter, hier war ich noch nie im Leben. Ach du Scheiße. Alter, also ich kann euch nicht versichern, dass sie unbeschadet da stehen bleiben, die Autos. Vor allem nicht bei Rizzy Gaming sein Fahrstil. Ja, halt die Klappe, du Klappspaten. Alter, der fährt, bist du Moped. Alter, Freunde, ich bin so gespannt, wie der gewinnt. Müssen wir fahren, einmal hin und zurück, oder was? Na. So, jetzt okay. Geht's da einmal nach links. Boah, Scheiße, mach die das merke ich mir ja nicht. Dorf, oder was? Ist ja ganz einfach, da oben ist dann auch wieder aufgesperrt. Kurze Frage, wie viele Challenges haben wir? Vier. Ich, ja. Dann einmal nach rechts. Der ist bekloppt. Da fliegt mir fast der Hut weg, ey. Die Straße ist, ja, da wo der Asphalt ist. Uiuiui. Komm mal. Ja? Haben Sie getrunken? Na. Uiuiui. Aber gerade so am Baum. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, wo geht's da jetzt hin, da runter? Wow. Schön, dass du weißt, so. Wo die Strecke lang geht. Wenn du da schon oben, weißt, wo die Strecke lang geht, wie sollen wir das denn wissen? Da oben, muss ich zugeben, habe nicht ich abgesperrt, sondern Chris. Ach so. Oh, Alter, es leckt. Und dann sind wir auch schon am Ende. Dann fahrt's einfach da vorbei. Und dann da unten gerade. Wieder dahin, rein. Wo wir vorher standen, oder? Nein, was? Gerade rein aufs Feld 40. Da ist dein Ziel. Ich fahre euch beide nochmal rüber, genau. Ja. Einfach da drauf und wer zuerst da ist, hat den Sinn dann gewonnen. Warte mal, hat es nicht gesagt, ich soll in den grünen Ecke einsteigen? Mein Hof ist doch blau. Du bist muss blau. Ich meine blauen oder nicht? Bist du blau? Ja, ich habe einen blauen Hof. Und ja, das ist ja den grünen. Dann nein, moin, was geht? Uiuiui. Ei. Jung. Ich hänge an meinem Leben. Kenne mich noch, natürlich. Geht dir der Truck? Warte mal kurz. Der steht nicht. So. Wir stehen jetzt Schnauze zu Schnauze. Ich schaue mir das an. Alter, oh. Perfekt. Ich fahr mit Arm vielleicht mit. Ich gebe Startkommando. 3, 2, 1,
go. Alter, die schlafen ja im Bimbig von. Alter, ver- Achtung, da ist ein Baum, Junge! Ey, Chrissy, mach nicht so ein! Piss dich vor dem Arsch! Da ist ein Auto! Mir wurscht! Alter, wer kann auf die Idee, Chrissy Gaming LKW zu geben? Oh, abgedrängt! Oh! Wow! Wow! Lass sie mit, Junge! Danke, ich verlasse direkt die Challenge. Was? Game, was los, Junge? Wolltest du mal Burger holen oder was? Die Karre fährt ja nicht schneller. Du hast noch eine Chance zu gewinnen. Wenn ja. sie alles Profi verfahrt, dann hast du gewonnen. Übrigens habe ich im Dorf ein bisschen bin ich langsamer gefahren, extra für dich. Und bei meinem Navigationssystem läuft das doch nicht so. Fährst du eigentlich mit Lenkrad, Chrissy Gaming? Na, aktuell nicht. Nicht? Ist das ja eigentlich unfair, weil ich mit. Ach du Scheiße. Weil ich mit Lenkrad fahre. Oder soll ich das Lenkrad abschnüren? Ja, wenn die. Alter, ich bin fast aus dem Auto umgefahren. Alter, der hat da Lenkung doch gestern vorhin. Bist du gegen die Autos gefahren? Na, aber der hat einen Bremsweg und eine Lenkung des Todes. Alter, gefällt mir gerade, muss ich sagen. Ach stimmt, ich muss hier vorne abbiegen. Kurz Blinker setzen. Man merkt, dass ich schon oft LKW gefahren bin. Euro-Truck-Erfahrung. Alter, wer hält denn das Auto da vorne mitten so hin? Du hast übrigens Strafpunkte, wenn man das Auto trifft. Ich sag aber nichts dazu, weil ich sitze bei dir drin und ich kann nicht bevor. Ich kann nicht schauen, gegen wie viele Autos der Chrissy fährt. Noch gegen gar keins. Oh, der hat eine Lenkung. Alter, bist du. Nicht nur du, Felix. Oh, Alter, der hat eine Belenkung. Alter, gib doch Gas, du grausige Saukarre, Alter. Ich muss mal kurz meine Kabel raus. Oh! Oh! Alter, da ist Brett. Scheiße, scheiße. Gib Gas. Ey, Chrissy Gaming, du kannst mich gerade so hart aufholen. Du bist aber voll fahren, Sir. Alles Profi. Mein Hut fällt ab. Du brauchst nur mehr ein paar 100 Meter fahren. Mein Hut! Hey, Mann. Gib du Stoff, du Krause! Ach du Scheiße! War Alter, bis der Hund einmal da auf Touren kommt, ist Muttertag. Muttertag? Muttertag ist doch schon lange rum! Weißt du nicht mehr, wo es zu ist? Justin, du bist schon im Zug gewesen. Achso! Ich wollte jetzt wieder zurückfahren. Ja. Riesig Gamer! Gamer! Wer so jetzt, was nehmen wir jetzt an, dass der Chrissy gewonnen hat oder dass der Justin gewonnen hat? Weil in dem Sinn war der Chrissy zuerst auf dem Begrubberten da. Und aber ich war ja schon eigentlich hier lange drin. Nehmen wir Chris als Ansprechpartner. Chris, was würdest du sagen? Was? Der LS-Profi ist weitergefahren und ist am Ziel vorbeigefahren nach links. Und wollte zurückfahren rüber zum Start und da kriegst du. Ja, ich war mal wieder auf dem Feld. Ich bin ja direkt aufs Feld gefahren, danach wo du es gesagt hast. Da war Chris auch gar nicht drauf. Chris Game. Ja, passt. Dann hat der LS Profi gewonnen. Dann ist, ja. Das, ist das jetzt so: der LS Profi erhält einen Punkt und Chrissy einen halben Punkt. Plus 2000 Euro Entschädigung erhält der Chrissy. Warum 2000 Euro Entschädigung? Justin aber auch. Also pro halb Punkt 2000. So. Ach, so macht ihr das. Da kriegt der Chrissy ja mal die 2000. Und ich krieg für den ganzen Punkt
4000. Chris, machst du das mit den 4000 dann klar? Ja, jetzt ist er wieder weg. Das Profi kannst du kurz in deinen Hof gehen. Nee, dann will ich das Ergebnis ja schon sehen. Okay, passt. Schreib ihn am besten mal an. Ja, dann gebe ich es dir dann einfach noch. Da schreit einfach auf, dann könnt ihr es am Ende zusammenziehen von allen Challenges. Mach ich. Lass jetzt mal die bitte einmal zu mir herkommen. Das ist ja. Ich bin neben der BGA. Ach so. In welcher Chris? BGA? Ja. LU-BGA. Kannst du LS Profi 4000 Euro dazugeben? Schreib du dir die Punkte auf für jeden da. Ja, wir wollten die haben Chrissy jetzt die 2000 schon überwiesen. Und schreibe den Balken. Du musst dir die Punkte aufschreiben. Hier sind die Schneemänner von Chrissy Gaming im Hof, Alter. Hätte ich schlau. Vermehrt, Junge. Warte jetzt. Ach du Scheiße. Warte mal. Mein Mediplan ist auch. Sind das auch die gleichen Mengen hier? Das sind genau die gleichen Mengen. Nein, das ist mehr. Wie? Weil LS ist ja Standard. Das ist so, ich würde sagen. Achso, es geht sowieso nur wahrscheinlich nur darum, dass der Anhänger von. So, na, ich erkläre es einmal. Ihr füllt einen Anhänger voll mit dem Teledala und dann fahrt ihr das Ganze zum LU. Kommt einmal bitte zum LU, zum Heulager. Und dann bitte in dieser Halle da reinkippen. Also ist schon scheiße, wenn wir beide gleichzeitig rückwärts fahren. Hä, hey, warum? Sag mal nicht einfach, wer erst rückwärts eingepackt hat. Ja, können wir auch machen. Ja, weil das ist besser, einpacken. Weil liegt die ganze Scheiße da. Das fast ist auch einpacken. Nur. Dann wieder zu Feld 50, jeder schnappt sich und die da und dann geht's los. Warte. Ich nehm den hier, der ist nicht. Was? Chrissy, sitzt du im Teledala? Ich bin gleich da, warte kurz. Noch nicht starten, in den Teledala. Nee, ich hab aus. So, beide sitzen drin, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Ja, fahr doch, du Scheißkarre, Alter. Muss sie erstmal anmachen. Bei mir aus zu, die hat ein halbes Jahr gebraucht, bis sie voll war. Ihr müsst das in die LKWs einfüllen. Ja. Deswegen ein guter Tipp von mir, schaut euch die LKWs an. Wo sie stehen. Ihr dürft euch die LKWs auch zurechtstellen. Wow. Aber ich hab schon eine gute Idee, wie ich es mache. Viel Spaß mit dem Wirkungsdingsbums. Was? Nix. Geh doch weg, du Saukarre. Nein, kipp bloß nicht um. Umkippen sollte er nicht, weil dann müsst ihr dafür sorgen, dass er wieder steht. Ja, das wird schwierig. Oha, das war ein cleaner Move. Ey, Chrissy Gaming, du sollst das Ding hier wegziehen und sollst das Zeug da reinmachen. Jetzt schon geht. Jetzt muss nur einer umkippen, dann ist das Game eigentlich schon geliefert. Für denjenigen, der umgekippt ist. Chrissy Game, du kannst das Ding auch ausfahren, das ist ein Teleskoplader. Halt die Stauze, Alter. Alter, das sind aber geile Challenges bis jetzt, muss ich sagen, ey. Das Rennen und jetzt hier das, ey, das ist schon geil. Fühl ich. Glaubt's mir das, die nächste Challenge wird noch besser. Ich hab das Gefühl, ihr habt die sortiert nach, dass es immer schwieriger und besser wird. Die letzte Challenge, sag ich nur dazu, die ist. Ich hoffe, spannend. Es kommt keine Challenge dran, wo man rechnen muss im Kopf, ey. Dann war's das nämlich, Alter. Na, es kommt eine Challenge dran, wo Rechnungen im Boden eingetan sind und ihr müsst
Ihr müsst von oben schauen, was für eine Rechnung entstehen und im Kopf ausrechnen. Och nee, oder? Halt die Schnauze, ich bin im Kopf rechnen so scheiße. Na, Spaß. Ma, das war wild. Geil gewesen. Alter, Chris hat Gaming gewonnen, das sag ich jetzt schon, ey. Ich bin so scheiße im Kopf rechnen. Alter, was wackelt denn das Ding hier so rum, Junge? Ey, Chris, Gaming, machst du so einen unnötigen Weg gerade. Anstatt dass du es einfach über die Schneemänner machst, wie ich, du fährst ja 50 Millionen Kilometer. Aber. Boah, ich muss deine Nase jucken. Armer. Ah, du Saukrippel. Hat er jetzt so daneben gekippt, Alter. Was machst du denn da? Hol doch einfach eine volle Schippe, Junge. Halt die Schnauzen. Alter, die Schneemänner stehen hier irgendwie langsam im Weg. Ach. Was glaubst du, warum sie geplaced wurden? Juste. Damit die mir auf den Sack gehen. Ihr habt die Seele nicht geplaced, weil die so schön aussehen auf diesem Hof. Grüß dich, Junge! Du bist so scheiße, Alter! Bei dir schnau. Alter, dass du einfach den LKW wieder aufgeladen hättest, wo der vorher stand, wie ich das mach. Na, halt's mal. Wie viel passen in den scheiß LKW hier rein, ey? Gibt's doch gar nicht, Alter. Was, wenn ich hier einen halben Umzug mach, ey? Alles, was den halben Berg schon weggemacht, ey. Alles, was im Boden liegt, passt rein, glaube ich. Nee, ich wollte schon sagen, nicht alles. Das ist zu viel. Ich hab eineinhalb circa hingekriegt. Och du Scheiße. Hallo? Müssen Sie beide Anhänger hinbringen oder nur einen, Chris? Hä? Was ich einfach. Ich wollte schon sagen, Alter. Chrissy, du kannst so. Hoch, sorry! Chrissy, du kannst so ziemlich leck, aufgeben. Leck mir am Arsch, Alter. Du hast kannst mitfahren, Junge. Wir waren gerade nochmal zu Meckes, Alter. Du hast 29%. Außer der NS-Profi macht jetzt einen saumäßigen Unfall, dass er umkippt. Weißt du, was ich mache, damit es fair ist? Ich war von vorne von meinem Eingang fahre ich rückwärts rein. Leck mir doch mit deinen Challenges, Alter. Und beim Semmel, Alter. Junge, du kannst. Was ist los mit dir, Alter? Oh! Sorry, heute Abend gibt's auch keine LAN-Party. Ich hab's LAN umgefahren. Wow. So, können wir jetzt in Bitcoin umwechseln? Nee, ich muss zurück jetzt einparken. Du kannst ja in der Zeit immer noch aufladen. Wow. So, dann ist jetzt klar. Ich hätte noch eine kleinere Schaufel genommen, passt. Du kannst es aber noch Gleichstand machen, wenn du jetzt die nächsten zwei gewinnst. Oh. Nein, er kann nicht Gleichstand machen, er kann mehr Punkte machen. Weil stimmt, die stimmt, Challenge stimmt. Wie, die geben mehr Punkte? Die letzte Challenge gibt mehr Punkte. Da muss ich die letzte gewinnen. Bitte so. Bitte einmal zu mir kommen. In den Traktor switchen bei meinem Hof. Genau, einmal aussteigen. Ach nee. Perfekt. Ihr seht den nein, Traktor da. Kein Drehschimmel. Ihr seht den Traktor da. Ihr seid so eine Klappspaten, Alter. Ich seh so dumme Hunde. Ihr müsst rückwärts rangieren. Nein. Schaut mit.
Die Zeit wird gestoppt. Geht's mit? Hey, die da rückwärts, dann da beim Bison vorbei. Und dann. Ja! Ist klar, Junge! In diese Halle rein. Ist getestet, keine Sorge, es funktioniert. Ja, schwitzt du, Day. Ja, Alter. Und dann. Wir wollen hier zum Schluss. Abkoppeln und das Tor muss zugehen. Die Zeit wird vorher gestoppt. Wenn das Tor nicht zugeht, kriegt es ja zwei Stoffsekunden. Leck mich doch am Arsch. So, ich werde die Stoppuhr starten. Chrissy Gaming hat sich schon reingesetzt, er will zuerst starten. Alles Profi, dann würde ich dich bitten, dass du bitte weggehst von meinem Hof. Das soll eine Ding sein, dass du nicht das siehst. Ach so, ja, dann höre ich halt ein bisschen Musik. Kannst du ja einfach runter an die GA gehen oder so. Kannst du ja auch so. Oh, genau, ich guck meine Tiere an. Ich hab einen Besen. Soll ich aus dem Channel oder darf ich das hören? Er sagt eh keine Zeit im Thema. Ach so. Passt. Chrissy, können wir starten? Ja. 3, 2, 1, Start. Oh nee, Alter, es war mir so klar, sie Drehschimmel nimmt. Das war mir so klar, ey. Es kommt noch besser. Oh, ey. Schnauze. Doppeldrehschimmel am besten noch, ey. Oh, heute Schnauze. Drei, ja, wie er schon lacht, Alter, komm. Drei Drehschimmel. Wir können jetzt so den Rücken nehmen. Ach nee, Alter. Er gewinnt ja wirklich wahrscheinlich die letzten zwei, ey. Drehschimmel bin ich absolut scheiße und die andere will ich schon gar nicht wissen. Nee, jetzt als mal. Andere, glaube ich, seid ihr beide nicht schlecht drin. Ach. Chris ist so, hab's ich probiert am Anfang, dann hab ich Chris das testen lassen. Vor allem um den Bison herum, also einfach rückwärts in irgendwo reinzufahren. Ja, genau. Du fährst um den Bison rum und dann fährst du noch in die Halle rein. Ja, Digga, ist klar, Alter. Das Junge. Ist aber wirklich. Ja, ich weiß, dass es geht, aber wie lange soll ich denn da dran sitzen? Ich bin relativ steil, tatsächlich. Der Ding hat es in circa 45 Sekunden gehabt. Was? Ja, der Chris hat es in circa 45 Sekunden gehabt. Aber ohne starke Power. Ohne starke Power. Ich fahr zu wenig Drehschimmel im Spiel. Ja, ich kann es nicht einschätzen, ich hab's noch nicht gemacht. Chrissy, das war jetzt gar nicht schlecht. Das heißt, du hast es nicht schlecht gemacht, das ist schlecht. Ach du Scheiße. Du bist gut dran, du bist gut dabei. Der Tipp, du darfst korrigieren. Ein bisschen nach vorne. Chrissy. Mhm. So gar nicht, Alter. Drehschimmel. Kommt aus. Einfach nur hartes Mobbing, muss ich sagen. Aber ey, das hasse ich ja im Chrissy-Game, wenn er so leise ist. Das heißt, der konzentriert ja die Zunge draußen, er beißt auf die Zunge drauf. Ja.
Also ihr müsst euch dann auf jeden Fall noch ein wenig gedulden, weil ich bin gerade weggesehen. Alles gut, alles gut. Fast. Na, der kann Stress. Ich bin gerade am Ausrechnen von allem. Bei mir wirst du viel Spaß haben, die ganzen Ballen auszurechnen. Ich hab nicht keine Ahnung, wie viele Ballen das sind. Das geht eigentlich tatsächlich. What's going on? And I say, Alter, jetzt weiß ich, du bist voll mit Silagi. Was, Chrissy? Fertig. So. Tschüss. Wie, der Junge ist jetzt erst fertig. Was hast du denn gemacht, Alter? Hast du noch was gefressen? Heute die Schnauze, Alter. Jetzt bin ich gespannt auf jetzt habe ich eine große Presse, gleich brauche ich genauso lange. Wenn's länger brauchst, ist es kein gutes Ding, ja? Chrissy, wärst du so nett und stellst den Bison wieder zurecht, wie er gestanden ist? Ist ja richtig Bison gefahren, Junge. Du sollst den Laden da für unten jeden lassen und nicht den halben Laden nur mitnehmen. Für jeden die gleiche Berechtigung. Wo war er circa? Ey, stell den Bison einfach hinten in die Ecke, dann fahr ich ohne Bison. So schnell runter, dann mach ich das. Stell den einfach hinten in die Ecke, ich fahr auch ohne den Bison da rein, kein Problem. Mit dem sinkenden Vorderreifen zum Schneemann zurück. So? Oh, so circa, genau. Passt. Chrissy, du darfst jetzt nicht zuschauen, weil du es schon gemacht hast und wow. Dein Profi darf jetzt starten. Dann geh dabei. Ich bin hier eingeparkt, Junge. So, dann geh ich doch. Ich muss die Stoppuhr einmal. Darf ich den Traktor anmachen oder soll er ausbleiben? Der Traktor bitte darfst du anlassen, weil der Ding hat ihn gerade ja angehabt. Echt? Ja. Ja, gut. Passt. So, bist du bereit? Jo. 3, 2, 1, go. Ey, ich weiß nicht, welcher Spacken den hier reingeparkt hat, Alter. Aber den verklage ich, Junge. Den erstmal hier rausbekommen, du dummer Wurst. Eieiei. Ich kann mal gerne helfen beim Reinfahren, ne? Ey, Chris? Ja? Hau mir den Anhänger mal rein. Oh, Alter, was tut denn der da? Soll ich dir helfen? Alte Schnauze. Ich habe jetzt schon einen schlechteren Start als Chrissy. Denk nicht so negativ. Denk positiv. Oh, oh. Junge, wer hat eine Bison hier hingestellt? Dreimal darfst du raten, wer die Idee gehabt hat. Ich. Du. Ey, das ist nicht erlaubt, am Bison einfach wegzuschieben. Junge, wer stellt denn die scheiß Karau da hin, ey, ganz ehrlich, Alter. Du darfst gerne das Frontding auch noch anhängen, wenn du möchtest. In die Front? Das da vorne, den Hexenvorsatz. Ja, ist klar, Alter. Mit dem fahr ich auch noch rückwärts rein, ist klar. Soll ich denn den da rein? Ich muss sagen, ihr seid beide nicht so schlecht in Drehschimmelfahrt. Ich hätte dafür eine halbe Stunde gebraucht, für den einzupacken. Kann ich schon vorbeikommen oder ist er noch nicht drin?
Mit einem. Muss ich gerade stehen? Na, ist schon aus die Zeit. Du hast es geschafft. Boah, Alter. Darf ich sagen, wer gewonnen hat? Ja, das. Ich sag die Zeiten an. Ja. Ich sag einmal, der LS-Profi war um einiges schneller. Glaube ich, ey. Der eine Try hat's übelst gut gemacht. Ich bin gerade übelst gut reingefahren. So. Ich muss sagen, sag mal, der Start war besser wie Chrissy seiner. Am Ende ist der Chrissy schneller gewesen. Echt? Ja, da Chrissy hat 4 Minuten 22 und 11 Hundertstel gehabt und du hast 2 Minuten 48 und 5 Boah, Hundertstel. 2 Minuten, Junge! Die Hälfte! Ja, passt. Dann bitte einmal. Gut, ich weiß nicht, was Chris gemacht hat, ob der einfach mit dem John Deere geflogen ist, mit 45 Sekunden. Keine Ahnung, aber egal. Wo muss ich ihn nehmen? Na, überall durchgeflogen. Hoch zum Schafhof. Was zum Schafhof bitte, aber? Ach nee, Alter, Schaf und ich sind jetzt schon schlechte Freunde. Hat nichts mit Schafen zu tun. Na, das ist gut. So. Passt. Dann erkläre ich es euch mal. Erklär mal. Wer ist das neue im blauen Shirt? Ich sehe nämlich den Namen nicht, weil ich bin in Fly Mode. Ja, ich bin blau. Okay, passt. Weil ich bin schwarz. Passt. Du bist blau, hat's denn da? Müssen wir beide. Hof blau hat. Hä? Hast du das da? Ist meiner, ja. Ja, passt. Ist der Chrissy auch schon da? Ja, der ist da, der sitzt am Traktor. Passt. Bitte einmal am Anfang da nach hinten auf den Schafhof fahren. Es stehen zwei Gewichte je nach eurer Hoffarbe. Bitte den richtigen Anhänger herfahren. Die Ballen aufladen. Dann mit den Anhänger runterfahren zum LU-Hof. Bitte einmal kurz wieder zum Heulager kommen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Die Ballen zum Heulager fahren. Nein, nicht zum Heulager, kommt mit. Da hinten sind wieder zwei Gewichtfarben. Die Farbe grün, bitte in diese Halle da die Ballen reinlagern, den Anhänger vor Scheiße. Die Ballen stellen und daneben, ach, du Heiliger. Daneben den Traktor. Und blau bitte das gleiche. Will ich mich verarschen? By the way, das war meine Idee. Kann der Anhänger auch im Ding stehen oder müssen da nur die Ballen in einzeln drin sein? Ja, die Ballen müssen übereinander und am besten, ich gebe einen Tipp, ich dachte, vier und jetzt einfach vier übereinander in der Halle stehen. Also ich darf die beim reinschmeißen oder was? Ja, du dürftest sie reinschmeißen, aber es muss der Anhänger, der Traktor und die Ballen in der Halle Platz haben, ohne dass vorne groß was rauskommt. Jetzt weiß ich, warum ich Chrissy Gaming seinen Anhänger so weit nach hinten gepackt habe, weil der auch vor mir hier steht. Gerecht ist. Genau. Muss ich das Gewicht eigentlich im. Ich kann es ja mit anhängen, ne? Das Gewicht ist dafür da, dass ihr das bitte hinten anhängen, hinten am Traktor und dann hinterher. Grüß nicht mal, Chrissy Gaming. Damit ihr dann beim Ballen anheben kein Problem habt. Ja. Passt. Dann geht's gleich los in 3, 2, 1, los. Zuerst müsst ihr die Anhänger hinten holen. Wow! Wow! Hab ich vorher gesagt! Kannst du mir gerne. Hör mal, nicht du, Junge! Hab ich vorher gesagt! Wer macht denn da so, Alter? Sau macht das so. Ich hätte den Frontwiller auch dran machen können. Ist ja eine kleine Schwäche. Wie gut, dass Chrissy Gaming einfach nicht zuhören kann und Ron Schmalz im Gesicht hat. Ach, halt's Maul. Für diese Challenge gibt's für den Sieger 3 Punkte, 3 Punkte und für den Verlierer 1,5 Punkte. Also wenn jetzt Chrissy Gaming gewinnt, hätte er zwar wenig. Junge! Hätte er fast genauso viele Punkte wie ich. Bei der vorigen Challenge hat der Gewinner 2 Punkte bekommen und der Verlierer 1. Weil die vorige Challenge schon mal ein bisschen schwierig war. Ah ja!
Da haben wir einen Nachteil für den Chrissy. Wow. Da geht das Ding nicht auf. Ja, dann da geht der Franz leider nicht drauf. Chrissy aus dem FZ660. Hey, der hat genauso einen großen, der muss einfach nur richtig reinfahren. Ist alles gepasst, passt alles. Ja, bei mir auch. Wow. Passt. Muss einfach mal richtig rein in die Olga, Junge. Und den Weg zum LU dürft ihr euch aussuchen, es muss aber auf der Straße sein und nicht mitten durchs Feld. LS Profi ist gut im Stapel. Nie was anderes gemacht, hab die letzten drei Tage nur Ballen gestapelt. Ach scheiße, der Hund macht mir zwei Ballen. Das was er kann, kann ich aber auch schon lange. Nicht hier vorne in der Gabel transportieren? Nein. Schade. Hey, Junge, mach die Scheiße jetzt hier drauf. Egal, ich hänge jetzt ran. Vorne ranfahren und dann auch schlagen wird der andere. Ja, dann glaubt er. So, jelle Abfahrt. Dun, 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 dun. Aufpassen nicht, dass gleich der Anhänger noch in der Runde fällt. Ist der nicht gerade ein Linger? Nee, ich nehme keinen Linger an dich. Mann, wer stellt denn die Autos hier hin? So. Ey Chris, die Gaming, bist du immer noch am Stapeln? Ich will es ein bisschen fair halten, deswegen beobachte ich euch beide. Oh nee. Ich will noch einen Kaffee trinken, bis der kommt. Du machst es mir heute aber auch echt leicht, muss ich sagen. Außer das mit der Taktik gerade mit zwei Ballen, das war schon ein bisschen mies. Was denn? Hat er ihn umgeschmissen? Das war jetzt ein bisschen bitter. Hat er ihn umgeschmissen? Ich darf nichts sagen. Sag, komm! Wir sind Brüder, wir dürfen das. Achso, ich muss auch nur abladen, stimmt. Ich hätte gerade gedacht, komm, lass mir ein bisschen Zeit, aber ich muss ja nur abladen. Und du musst alles in der Halle stehen haben. Das darf nichts groß das Gespann auch. Ja, genau. Will ich mich verarschen oder was? Anhänger neben Traktor. Okay, ich habe eine Idee, wie ich es mache. Ich weiß nicht, ob das gut geht, aber ich schmeiß kurz den Anhänger um. Chrissy, du darfst inzwischen auch schon Spanngurte drauf machen. Oh, der Typ ist immer noch da oben. Ist er nicht losgefahren, Mann? Wieso denn, wenn er die Ballen nicht drauf hat? Soll er mit jedem Ballen extra runterfahren, oder was? Das wäre schon ziemlich dumm, wenn man so macht. Du musst dein blaues Gewicht abladen. Ich weiß, ich habe eine Idee, wie ich es mache. Oh Scheiße. Mal ausgestiegen. Junge, fall jetzt runter, du Arschloch. Ey, willst du mich ver. Es wird dann zum Schluss auch geschaut, wie es geordnet ist. Was? Wenn der Arne jetzt nur. Wenn der Chris jetzt nur ein bisschen länger braucht wie du. Und deine Garage schaut aber richtig. Aus als hättest du ja, alles reingeschmissen. Ey, als wenn ich so mutig sein und gucke, ob das Zimmer ordentlich aussieht. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Na, aber das. Wir wollten ja, dass ihr fürs nächste Projekt gut gewappnet seid. Ey, wollt ihr mich jetzt hier irgendwie freuen oder was? So voller Ernst. Das nächste Mal will ich mal weniger Ballen, du Klappspaten, Alter. Nee, das nächste Mal mache ich noch mehr Ballen. Hätten wir länger gemacht, hätte ich noch die anderen Wiesen gemacht, hätte ich über 400 Ballen gehabt.
Hast du so, wie die Garage hier aussieht, ja, oder? Der eine Ballen ist nicht ganz in der Garage. Sorry. Bis Chrissy Gaming da ist, dann kann ich ja das Zeug nochmal ein bisschen ordentlich hinstellen. Oh, ich mach die jetzt so ordentlich, Alter. Ich seh jetzt, der ist immer noch nicht losgefahren. Was machst du denn da oben? Chrissy, ein kleiner Tipp, die Spanngurte kannst du anbringen, indem du einsteigst und L drückst. Du sollst in den Ballenwagen vollballern, du sollst nur die 2-4 Ballen da aufladen. Ich weiß ja, was du da oben machst. Ölwechsel braucht der JCG noch nicht, der ist neu. Junge, wie lange braucht man denn, Alter? Wow, er sperrt halt auch vor die Straßen ab. Wer? Ich bin auch außen rumgefahren. Wow, Drecksschaukel, kannst du mir mal stellen. Was ist denn für eine Schaukel, Junge? Wo fährst du denn lang? Durch den Kindergarten oder was? Junge, wo fährst du denn lang, Alter? Was war zur Info, die Mist und Güter konnte nicht verkauft werden kann. Kannst du doch Preisen nehmen? Es kann bei mir verkauft werden, bei der BDA. Ich hab's jetzt beim Kalb. Güter 180 und Mist auch 180. So. Bin den Anhänger noch rein. Das auch kein. Ach, Chrissy Gaming, moin, lange nicht mehr. So wie du aufgeladen hast, hab ich dafür ein Viertel deiner Zeit gebraucht. Und da ist leckt heute. Was ich ehrlich sagen muss, das ist schwer zu toppen, Chrissy. Das wirst du nicht hinbekommen, das kann ich dir gleich sagen, in sehr, sehr kurzer Zeit. Weil du müsstest es jetzt in einer halben Minute schaffen oder Minute. Du kannst übrigens die Dinger auch so abmachen, den Anhänger Hi. Dran hast. So, ich setz mich mal neben dir und guck dir mal zu. Chrissy, du musst den Namen habe ich dir nicht umsonst gegeben. Du musst es jetzt schöner machen als wieder LS-Profi. Das also, wird schon schwierig sein. Ich weiß, das ist nicht schön, aber es ist gut genug. Und so wie du gerade stabelst. Halt doch mal deinen Rund, Alter. Wer nimmt mal Drecksrundballen zum Stapeln, Alter? Ey, du machst das selber Rundballen. Halt doch die Klappe, Alter. Klappschwein. Oh, Alter, ich hau's sowas, Alter. Wo ist eigentlich Felix? Der ist ja nicht mal runtergegangen. Na, der ist oben auf dem Server noch. Chrissy, so, eine Minute hast du noch, dann muss er schöner sein wie beim LS-Profi, sonst hat der LS-Profi die Challenge gewonnen. Diese Dreck Scheißkabel. Ich weiß nicht, wer auf die Dreckschnupse da kommt, Alter. Ja. Wir haben es gesagt, wer die Challenge gemacht hat. Ey Junge, Chrissy Gaming, kurze Frage. Das Gewicht sollte nicht umgestellt werden. Alter, leck mir ja doch. Oh, Alter. Leck mir. Alter Schwede.
Ich muss sagen, die Zeit ist um, der Challenge hat der LS-Profi gewonnen. Krass, das war ziemlich knappes Duell, muss ich sagen. So, passt, schreiben wir auch auf. Dass ich jede Challenge gerade gewonnen habe. Ach du Scheiße. Was? So. Ausrennen. Ich habe einfach jede Challenge gewonnen, Digga. Und ich bin schon. Das LU geht dann mal. Ein berechnen. Berechnen, beraten und so. Aber ich muss ehrlich sagen, geile Challenge, muss ich sagen. Geile Challenge. Okay. Das ist jetzt die, die mir am meisten gefallen hat von allen. Vor allem Chrissy Game ist seine Künste, muss ich schon sagen. Einmal bitte eine Etage höher, danke. Jo. So, wo sind wir da? So, Chrissy Game. Halt die Schnauzen. Was war denn da los? Kannst mich gern hoben. Den Geschwafel, Leute. Dann tu wenigstens jetzt in der Zeit nochmal die Ballen ordentlich hinstellen, mir das ich auch mach, nichts aussieht. Ich mach gar nichts, kannst mich gern hoben. Komm, mach, bitte. Kannst mal 3 Bitcoin überweisen, dann reden wir weiter. Nee, du kannst mir jetzt gleich Geld überweisen. Was tun wir jetzt? Warten. Deine Lieblingsbeschäftigung. Ich mach die Musik mal kurz lauter und mach mir. Jo. Alter, wer kommt auf so eine Schnupse, den mit seiner Karre zu stapeln, Alter? Und mit einer Gorbel auch noch dazu. Also, hä? Willst du es mit dem normalen Frontaler laden oder was? Ohne Kabel. Ja, mit dem Ballengreifer, du Pfosten. Okay. Geht der voll einfach an. Echt jetzt? Ja, hast du das noch nie gemacht in Real Life? Nö, nur nicht. Ja, was fragst du denn so blöd? Warum antwortest du so blöd? Ach, halt doch die Klappe. Ja, warum bist du wohl nicht mehr live? Hä? Wow, es hat abgeschmiert. Wow. Solange du aufnimmst. Ja, ich nehme auf. Das zweite rendert gerade im Hintergrund. 48 GB, Alter, was ist denn mit dir los? Wie lange dauert denn das noch? Kann ich hell sehen? Ich hoffe, sie rechnen auch da die Ballen dazu. Sie rechnen alle Ballen. Gucken. Was hat er gesagt? In Kürze kommt die Entscheidung. Ja. Was will denn der Felix, Alter? Freu mich schon, wenn der Chrissy auf Ome TV ist. Ah ja. Wow. Nie im Leben. Warum nie im Leben? So. Strafe ist Strafe.
Ja, ja, deine Mama. Ist auch so. Der verliert, muss die Schafe machen, die der Gewinner sagt. Aber mal gucken, wie es wird. Ich kann es nicht sagen, wer gewinnt, muss ich ehrlich sagen. So, die Entscheidung steht. Ihr bekommt es jetzt gleich vom Chris zugeschickt. Okay, ich nehme mir kurz mal mein Outfit an. Stream dann oder im Video, je nachdem, öffnen. Was ist das Video? Ich weiß nicht, ob du noch streamst, Chrissy. Chrissy Gaming, und nicht öffnen deine Datei, die du hast. Passt. Dann schickt's euch. Ich muss mein Outfit okay. anziehen. So. Ey, du musst. Anna willkommen. So, ich schau mir das jetzt an. So, Chrissy Gaming. Ihr müsstet jetzt eigentlich alle. Sieht man direkt das Ergebnis? Nein, sieht man nicht. Perfekt. Warte kurz. Hä? 40. Anfrage gesendet, du musst es freigeben. Hä? Warum muss ich mich anmelden? Das ist noch nicht. Du musst es freigeben, irgendwie. Warum muss ich mich anmelden? Hä, warum muss ich mich da anmelden? LS19 Modding, moin, was geht? Warte. Wo hast du es gemacht? In Excel? Hast du es in Excel gemacht? Jetzt müsste eigentlich hinter mir Probleme kommen. Na, 44! War 13,5. Ja, jetzt funktioniert's. Okay, hä, wo? Zweiter okay. Link, was er geschickt hat. So, jetzt muss gehen. Und das dann einmal bitte im Stream öffnen. Wow. Wow. Wie siehst du das Ergebnis nirgends? Das wird dann so gemacht, dass man sieht. Ich sehe kein Ergebnis. Alles sehe ich nicht. Also, ihr seid jetzt alle da, ne? Ja. Ja. Also, kommen wir erstmal zu den Lasten. Scheiße! Wir haben einmal bei Kussi seine drei Felder und seine Wiese. Da hätten wir dann einmal. Ach, warte kurz, das sieht man gar nicht im Stream. Jetzt. Da hätten wir dann einmal bei Chrissy. Seht ihr das jetzt? Ja, 300. Ja, und bei Justin 960.000. Alter, Junge. Dann kommen wir jetzt zu den Maschinen. Leck, Romeo. Hätten wir bei Rizzi. Der hat mehr als ich. 718.000. Und bei dir? Boah, Junge! Alter, wie wenig! Ich habe Maschine bei 460.000. Okay, jetzt wird's nochmal eng. Dann haben wir hier, jetzt kommen wir bei Chrissy zu den Fürständen. Was habe ich mit meinen Tieren? Die habe ich bei keinem berechnet. Das wären 103.000 bei Chrissy. Was? Du hast keine Tiere berechnet? Es wären eh nicht allzu viele gewesen. Und ganz ehrlich, wenn du den Endpreis stand siehst, dann weißt du sowieso, was los ist. Bei dir ist es ziemlich eindeutig. 397.000. Und ich glaube, das ist ziemlich hinsch. Dann decke ich euch bei euch den fast finalen Endpreis auf. Also dann. Ich glaube ich. Ach, und dann? Ich muss kurz los. Fast 2 Millionen, Junge! Hier noch mit dem Bonus dazu. Oh, Junge! Ich hätte nicht gedacht, dass es so eng wird. Leck mich am Arsch! Und das ist doch ohne Tiere!
Ich habe, glaube ich, weiß das nicht, irgendwas um die 100. 103 Tier. Kühe hast du. Digga. Was? 2 Millionen. 2 Millionen, Junge. Deine ganze Silage hat relativ viel was ausgemacht. Ich hab 9, ich hab fast 1 Million nur mit Landfläche gemacht. Du musst aber so sehen, du hast gerade mal, du hast heute 240.000 mit Silage gemacht. Alter, das ist nicht normal, Junge. Also Leute. Du siehst das. Ich weiß, was ich sagen soll, aber Alter, ist das krass. Alter, Vater. Ich würde mal also sagen, es ist zwar ziemlich eng, gewinnt. Aber es eng ist es auf keinen Fall. Nee, eng definitiv nicht. 800.000 mehr hast du. Alter. Oh, trotzdem Chrissy sagt, ich rede über Schiss bei einer Maschine. Bei der Maschine hatte ich kurz Schiss. Ich glaube, der Chrissy denkt schon nach über seine Bestrafung oder irgendwas, was da, was sie vorher geredet haben, glaube ich. Was muss er machen? Was will er noch? Das muss ich eigentlich besprechen mit wem. Chrissy, bist du da? Es wird auf jeden Fall. Ja, ich bin noch da. Es wird auf jeden Felix, Fall Junge, lustig. Ich will ja nichts sagen, aber. Fast 2 Millionen. Da ist Mischgülle und Tiere noch nicht dabei. Alter, Vater. Das heißt, Justin, du wärst bei knappen. Irgendwas 2, 3 wahrscheinlich. Ja. Weil du hast 203 Kühe. Ich glaube, 2000 bringen die dann für den Verkauf. Leck mich fett am Arsch, Alter. Junge, 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 Junge. Das ist hart. Das ist krass, Alter. Und das ist ein geiler Start eigentlich ins neue Projekt. Das ist so krass, Alter. Das ist so krass. Fast über 2 Millionen. Boah, Alter, Vater. Also, Chrissy Gaming. Was denn? Du kannst jetzt mal ein Ständchen singen. Halt die Schnauze, du kannst mir gern holen. Du kriegst jetzt demnächst die Strafe gesagt. Na. Ich sag dir mal so viel. Kannst schon mal bei Amazon die neue, kannst du schon mal bei Amazon eine GoPro für ein Video aufnehmen gucken. Für was? Chrissy ist schon offline. Damit du ein Video aufnehmen kannst. So wie es eigentlich ist. Chrissy ist schon offline. Der LS Profi streamt noch. Kann ich mir gern hoben. Ich hätte wirklich. Kannst du schon mal eine GoPro anschaffen? So sieht's aus. Und dann kannst du erstmal ein schönes Video für die Strafe aufnehmen. Na. Doch, das kann ich glauben. Okay, ich lebe auf einmal, würde ich sagen. Du musst trotzdem eine Facecam haben. Wow. GG an Chrissy. Trotzdem, du warst nah dran. Du warst ein schwieriger Gegner. Ich muss erzählen, bis vorhin noch, habe ich ehrlich gesagt mir echt die ganze Zeit überlegt, wer am Gewinnen ist oder wer gewinnt, weil das echt nicht so sicher zu sagen ist. Aber trotzdem am Ende hat dann doch der in Anführungszeichen kleine Favorit gewonnen. Ja, mach noch mehr. War aber trotzdem ein stabiler Gegner, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich jetzt. Auf jeden Fall sage ich demnächst die Bestrafung. Und was ich demnächst? Neue Projekt, muss ich hau sagen. Jetzt aus, Alter, was willst du von mir? Ja, ich muss das noch mit Bernd besprechen, was du dann genau machen musst. Mit der GoPro. Ey, jetzt schummt er sich einfach. Komm gleich. Ah, LS-Profi. Habe ich doch bis 10 Uhr gebraucht, scheiße. Ja?
Kann ich dir dann einen Work-Upload-Link schicken von einem Mod, was ich gerne dabei hätte im RP, im neuen? Schick mal. Jo, so, das war's dann mit der Challenge. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt eure Meinungen in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Projekt. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. So, am